Hallo, meine Zuschauer, und weiter geht's. Wir schnappen uns jetzt mal den nächsten. Und das ist Kraken. Ihr nächstes Ziel ist Kraken, der Kommandant des U-Boots von Raven's Rock. Finden und töten Sie ihn. Okay. Dann wollen wir mal. Dann suchen wir mal den Eierkopf und ziehen den Scheitel. Ghost Actual, hier ist Nomad. Erzählen Sie mir von Kraken. Mir ist nach Angeln zumute. Okay. Kraken ist ein ehemaliger russischer U-Boot-Kommandant. Miroslav Semenevich. Er hat seine ganze Crew für diese Operation gewonnen und sie in einem U-Boot nach Uroa eingeschleust. Jetzt soll das U-Boot die einsatzbereiten Gasdrohnen für den Terrorangriff in die USA bringen. Wenn wir ihn töten, muss ich Stone einen anderen Weg suchen, um die Drohnen nach Amerika zu bringen. Ich schicke Ihnen seinen letzten bekannten Standort. Der Tintenfisch wird gegrillt. Verstanden. Nochmal dort. Kraken, ja, der Tintenfisch wird gegrillt. Gut. Dann grillen wir mal. Okay. Gut, dann werden wir mit dem Hubschrauber mal dort landen. Warte mal. Kann ich noch wieder eins zurück? Ja, warte mal. Ah ja, hier. Jetzt habe ich hier eine Belohnung bekommen für den einen, den ich umgenietet habe. Aufweis MK. Okay, Handhabung. So kein Unterschied, ne? Oh, nehmen wir den noch mal. Kann ich nicht. Okay, Leute. Suchen Sie Kraken in Kontrollstation Tiger 02. Okay. Das ist Sniper. Aber für so eine kleine Station. Aber für so eine kleine Station ist das ja aber ein verdammt hohes Feindaufkommen. Okay, warte mal hier. Okay, aber hier muss. Die Angriffe werden immer heftiger. Das ist auf keinen Fall nur noch Ausfall. Sogar die Zivilisten werden aufmüpfig. Total absurd. Einfach weiter. Wie man sich hier noch nicht mehr richtig vergisst hin. Okay. Eine richtige Sabotage. Letztens hat meine Einheit eine Frau erwischt, die zwei Ausfallen.
Ist die Tür nicht gerade aufgegangen? Gut gemacht. Ah, Kacke. Warum hat das einer gesehen? Ja, egal, scheiß drauf. Jetzt ist eh scheißegal. Nachtsicht an. Ich habe gerade noch auf ihn geschossen. Und jetzt glauben Sie, das alles wieder Chico? Hier ist auch alles sauber. Volltreffer, Baby. Okay, ja, wollen wir mal. Okay. Von Miroslav Semenovic an Piotr Pukarov. Ich setze Kurs auf Drohnenstation V051, um die nächste Ladung für das U-Boot zu infizieren. Ich werde persönlich dafür sorgen, dass die Drohnen ohne Zwischenfälle verladen werden. Okay. Okay. Finden Sie Ihnen Drohnenstation. Okay, bla bla bla. Da müssen wir jetzt hin. Okay. Okay, Ladies. Abmarsch. Warte mal, wo ist das? Da, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ach, da.
Warte mal, ob hier vielleicht irgendwo... Okay, das ist ein Motor, hat aber kein Boot. Gut, dann schwimme ich einfach rüber, du Scheiße. Keiner hin. Die Soldaten von Sentinel sind unterwegs und kümmern sich um Hinterhalte und Überfälle. Wir haben sie in die Ecke gedrängt. Hi. Kein Grund zur Sorge. Waffen. Oh, VHS-D-Zeug, die habe ich doch. Ob Sie wohl hierüber etwas wissen? Danke. Vielen Dank. Ja, aber den habe ich doch. Gut, vielleicht ist es eine bessere Waffe als. Ups. Ernsthaft? Warte mal. Okay. Keine Ahnung, was das für eine Waffe ist. Also, ob das das Beste ist, als die, die ich habe. Es ist die gleiche, die ich habe, aber ich habe bei Lila vielleicht sogar eine goldene, aber glaube ich nicht. Es wird fertig, wenn es fertig wird. Setze die Nachtsichtbrille auf. Okay, warte mal. Okay. Töten Sie in den Drohstationen erst in Union. Okay, denken wir, wir werden töten. Wir müssen wissen, was uns erwartet. Wir sind stark in der Unterzahl. Vorsicht! Siehst du was? Bei mir ist nichts. Ja, ich weiß. Wir sehen nichts Verdächtiges. Ja, hier auch. Schuss! Alte Einheiten rücken an! Den Sender von der Leiche. Okay. Jetzt müssen wir doch alles wegnarzen. Okay, gut. Alles klar. Was haben wir denn hier? Schlecht.
Jungs, ihr dürft auch schießen. Okay. Das ist jetzt nur noch der eine. Der glaubt, dass alles Chico ist. Konzentration. Alle seine Kumpels gerade umgelegt worden sind. Okay. Keiner schläft, solange die hier sind. Okay. Kraken wurde eliminiert. Das war einfach, da könnte ich mich dran gewöhnen. Aber dieses Dokument gefällt mir gar nicht. Okay, was für ein Dokument denn jetzt? Kamerad Bukharov, im Anhang finden Sie den Bericht über unseren derzeitigen Status. Ich habe die maritimen Routen in die Navigationscomputer des U-Bootes eingegeben, damit das unentdeckt bleibt, bis wir die Ostküste der USA erreichen. Da das U-Boot bereits im Hafen von Fenbok für die Abreise vorbereitet und für die Operation Kingmaker aktiviert wurde, könnte ein einzelnes Besatzungsmitglied es befehligen und steuern, um die Mission abzuschließen, falls ich außer Gefecht gesetzt oder getötet werde. Oh, das ist nicht gut. Ghost Actual, hier ist Nomad. Verstanden, ich bin hier. Was gibt es? Kraken ist tot, aber anscheinend haben wir ein größeres Problem. Der Autopilot des U-Boots wurde eingeschaltet. Das Ding könnte die USA erreichen, ob er tot ist oder nicht. Das darf nicht passieren. Das U-Boot komplett zu zerstören dürfte schwierig werden. Vielleicht können Sie es beschädigen. Aber ich kann Ihnen nicht sagen, wie Sie das anstellen sollen. Ja, ich improvisiere. Nomad out. Was soll der? Na, was machen Sie hier? Na super. Ihnen passiert nichts. Ich brauche Hilfe, diesen Ort zu finden. Kennen Sie ihn? Das, wonach Sie suchen, finden Sie gleich hier. Danke und bis bald. Gut. Oh, hey, das, was wollen Sie? Ach, das ist doch noch ein Scharfschütze. Gut. Okay, was soll ich denn jetzt machen? Das U-Boot vernichten? Na. So, warte mal. Suchen Sie im Wartungsbereich des Hafens von Fenbok. Okay, wo ist das? Oh, noch ein weiter. Gut, dann jetzt dahin. Ja, aber wie mache ich jetzt das U-Boot platt? U-Boot platt machen ist dann nicht mal eben so einfach, weil
Ich weiß gar nicht, wie groß das Ding ist. Gehen wir mal so dicht dran wie irgend möglich. Markiere einen Brecher. Brecher im Einsatzbereich. Ah, da liegt es. Okay, erkunden Sie die Einflugsflüge des U-Boots. Hier ziemlich große Gegner aufkommen hier. Da ist ein Sniper. Da hinzukommen wird jetzt nicht so einfach. Okay. Gut, dann beende ich jetzt erstmal die Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Daumen, Abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.